So, hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne Quengelosaurus nennen, wenn ihr das möchtet. Tja, was ist denn das? Quengelosaurus Rex hat auf eine neue Konsolengeneration gefunden. Oh ja, genau so ist es. Allerdings war der Weg lang und beschwerlich und er ist leider noch nicht ganz beendet. Denn ich hatte wahnsinnige technische Schwierigkeiten. Seit einem Monat kämpfe ich damit rum, weil bei mir wirklich so alles schief läuft. Ich klicke das mal weg, was irgendwie schief laufen kann. Und es ist immer noch nicht alles bewältigt. Es ist tatsächlich so, ich habe mehrere Capture Cards ausprobiert und sehr viel mit der Software rumgekämpft und es ist leider noch nicht optimal. Ihr werdet das leider auch mitbekommen, wenn ihr mir hier folgt. Hin und wieder gibt es vermutlich mit dem Sound so ein paar kleine Probleme. Das sollte eigentlich nur geringe Anteile des Let's Plays betreffen. Wenn es vorkommt, tut es mir wirklich sehr leid. Ich nehme aber auch sehr, sehr gerne hilfreichen Rat an. Ja, also wenn sich irgendjemand mit der Aufnahme von Wii U-Spielen auskennt, insbesondere mit Virtual Dub, oder vielleicht auch alternativen Programmen, bitte schreibt mich an. Ich freue mich sehr, wenn ich ein bisschen Hilfe bekomme. Ja, und genau aus diesen technischen Problemen habe ich mich auch dafür entschieden, jetzt erstmal nicht mit den Zelda-Spielen weiterzumachen, sondern testweise einfach mal dieses Spiel hier anzufangen. New Super Mario Bros. U, ein sehr schönes Mario Bros. Spiel, das ich allerdings noch nicht durchgespielt habe. Was ihr hier seht, das sind meine angefangenen Speicher. Ich habe das einmal zusammen mit meiner Freundin angefangen, nur den ersten Boss besiegt, eine Welt gemeistert. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Und dann habe ich es noch einmal für euch angefangen. Da habe ich zwei Welten gespielt und dann habe ich gemerkt, dass wegen der technischen Schwierigkeiten ich nicht weitermachen kann. Und ich möchte euch natürlich das ganze Spiel zeigen. Und das hier war ein Testspeicher von eben gerade. Wie ihr seht, da habe ich eigentlich überhaupt nichts gemacht. Das war nur zur Probeaufnahme. Den werde ich jetzt auch gleich löschen, denn wie gesagt, wir wollen von vorne anfangen. Moment, wie geht das? So geht das. Ja, ich möchte das löschen. Ja, so, der kleine Yoshi hilft uns dabei. Der frisst den Speicher einfach weg. So hungrig ist der. Sehr schön. Hier unten seht ihr weitere Modi, die ich, glaube ich, irgendwie freigespielt habe. Ich schätze mal mit diesem Speicher hier. Ich weiß allerdings nicht mehr wie und ich weiß auch nicht genau, was das ist. Interessiert uns aber auch gar nicht so sehr, denn wir wollen den Abenteuermodus spielen. Oh, das wird schön. So, ich starte einfach mal. Ja, ja, diese komischen Informationen brauche ich erstmal gar nicht. So. Wie ihr seht, man kann das Spiel mit bis zu 5 Spielern spielen. Dazu braucht man 4 normale Wii-Controller und kann zusätzlich noch einen sogenannten Boost-Modus spielen. Mit den normalen Controllern spielt man 2 Toads, Mario und Luigi. Mit dem Boost-Modus kann man mit dem zusätzlichen Bildschirm Blocks zum Beispiel noch in das Spiel reinsetzen, mit denen man seinen Spielern helfen kann. Man kann auch Gegner und andere Gegenstände manipulieren. Das macht eine ganze Menge Spaß und hilft vor allem Spielern, die nicht so wahnsinnig bewandert in Jump'n'Runs sind. Zum Beispiel meiner Freundin hat das wirklich sehr geholfen. Hat viel Spaß gemacht, kann ich sehr empfehlen. Ich spiele natürlich aber jetzt erstmal alleine mit dem Wii U Gamepad. Oh yeah. Oh yeah. Genau, Mario. Du hast recht. Also, das ist der kleine dicke Mario und der wird uns jetzt ins Abenteuer führen. Das wird spaßig. Here we go. Here we go. Alles klar, Mario. Immer ein bisschen auf Pilzen, der Kleine. So, die Geschichte stimmt. Die beiden Toads, Mario und Luigi und die Prinzessin dinieren. Was ist das? Angriff! Oh, richtig übel. Der gefährliche Bowser rückt mit seiner ganzen Armada an Kindern an und bombardiert das Schloss. Und hat eine riesige Hand im Kofferraum. Ja, Bowser ist ein Gentleman, der zermatscht die Prinzessin nicht mit, sondern nur die 4 Helden und die wirft er dann auch weg, wie sie es verdient haben fürs faule Rumsitzen. So, und die landen direkt beim ersten Power-Up-Gegenstand. Das ist der neue Power-Up-Gegenstand dieses Spiels. Werde ich euch später noch zeigen. Und sie sind ganz schön weit weggelandet. Da hinten ist immer noch Bowser und bombardiert immer noch das Schloss. Offenbar liefert die Prinzessin einen sehr viel härteren Kampf, als die 4 Helden das zusammen konnten. Aber nichtsdestotrotz braucht sie Rettung. Und deswegen gehen wir dahin. Ja, das wird ein weiter Weg. Das wird ein ganz weiter Weg. So. Aber erst einmal müssen wir Bowsers Kinder besiegen. Die schwärmen jetzt schön aus. Und was ihr hier seht, ist der Lemmy. Das ist der erste Boss, der Boss der ersten Welt. Habe ich schon besiegt in meinen Probespielen. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Ich habe den in Mario Kart 8 ab und zu gespielt. Ist, glaube ich, ein leichter Fahrer.
Aber nichtsdestotrotz werden wir ihn zermatschen, zermalmen und so richtig zermürben vorher. So, das wird spaßig. So, und da sind wir schon im Eichenheim in der ersten Welt. Ich zeige euch ganz kurz, was man hier machen kann. Ihr seht, man kriegt oben links angezeigt, wie der Name der Welt ist und der Name des jeweiligen Levels. Ouvertüre im Eichenhain, das ist das erste Level. Wir müssen uns hier durchkämpfen, über die Karte hinwegkommen. Das ist ja in allen neueren Mario Bros. Spielen so, eigentlich nur im ersten und im zweiten Teil war es anders. Seit dem dritten Teil gibt es eben eine solche Karte, finde ich sehr cool, wie das hier gemacht ist. Darunter seht ihr drei gestrichelte Münzen. Wir können in jedem Level drei Sternmünzen einsammeln. Das sind ja optionale Münzen, das dient der Vollständigkeit des Spiels. Vielleicht kann man auch irgendwas damit freispielen, das weiß ich aber nicht so genau. Darunter unsere Leben, Karten an sich kann ich euch auch zeigen, damit können wir uns die Welt anschauen. Das ist die Welt 1, wird bewacht von Lemmy, den wir möglichst im nächsten Part schon zerstampfen werden, vielleicht aber auch erst in die übernächsten, das weiß ich ja noch nicht so genau. Danach folgt die Sandkuchenwüste, die bewacht wird von Morton, der dreht hier auch seine Runden. Und danach wird das Spiel tatsächlich fast vollständig blind für mich. Hier habe ich noch zwei Levels gespielt, und auch hier nach unten ich weiß nicht, welche die dritte und welche die vierte Welt ist. Auch hier habe ich zwei Welten schon gespielt. Danach ist aber alles blind für mich. Das heißt, am Anfang werde ich mich relativ gut auskennen. Danach wird es nicht mehr ganz so leicht sein. Aber es soll ja auch nicht leicht sein. Ich habe extra ein Spiel ausgewählt, das ich noch nicht vollständig kenne. Und ihr seht, die Welt ist ziemlich groß. Am Ende wollen wir hier hinkommen. Da dreht der böse Bowser, Big Bad Bowser, seine Runden und lunzt heimlich in das Fenster der Prinzessin, wenn sie sich gerade umzieht. Besseres hat er nicht zu tun, ist ja ein Bösewicht. Gut, gehen wir zurück. Ich kann euch außerdem noch das Inventar zeigen, gibt es auch seit Mario Bros. 3. Wir haben noch keine Items, wir können aber durch verschiedene Ereignisse uns Items anschaffen und die können wir auf der Karte benutzen und haben dann in den eigentlichen Levels Vorteile. So, und jetzt geht's erstmal weiter, der Rest ist nicht so interessant für uns. Gehen wir mal in die Ouvertüre im Eichenhain. So, Mario hat die gleichen Movesets wie eigentlich immer. Stampfsprung, Zwirbelsprung. Er kann den Dreiersprung, den es seit Super Mario 64 gibt, höher zu springen letztendlich. Die restlichen Sachen, die seht ihr dann, wenn ich sie benutze. Komm, spring mal her. Ein kleines Flugkörnchen, das direkt unser neues Power-Up für dieses Spiel mitbringt. Flugkörnchen Mario. So, ich muss mal ganz kurz was testen. Ja, genau, hier wollte ich hoch. Sehr schön, das wusste ich. Schön, dass das direkt geklappt hat. Der Sprung ist gar nicht so leicht. Ihr habt jetzt gleich mehrere Fähigkeiten von Mario gesehen, nämlich einmal den Dreiersprung, von dem ich gerade gesprochen habe. Dann habt ihr gesehen, was das Flugkörnchen so kann. Es kann erstens flattern und zweitens einen Aufschwung bekommen, aber nur einen pro Fall. Also sollte man genau abpassen, wann man das machen möchte. Er kann sich außerdem an Wänden für kurze Zeit festhalten. Das kann ich euch, glaube ich, hier dran nicht zeigen. Ich zeige euch das einfach spät. Doch, geht. Genau, so sieht das aus. Geht nur für ein paar Sekunden. Kann aber auch mal hilfreich sein. So, verdammt. Ich wollte das haben. Das ist eine der Sternmünzen. Die wollen wir gerne haben. Ich werde es jetzt erstmal nicht auf 100% anlegen, sondern einfach mitnehmen, was ich finde. Oh, hier geht's rein. Wenn ich allerdings, wenn später Interesse besteht daran, dann kann ich sehr gerne auch die 100% noch nachholen, später, wenn ich das Spiel durchgespielt habe. Jetzt erstmal normales Spiel und wenn ihr möchtet, hole ich die 100% nach. Mache ich sehr gerne eigentlich. Alles klar, auf ins Abenteuer. Ihr seht, die Stimmung ist genauso gut und positiv wie eigentlich in allen neueren Mario Bros. Spielen. Die Musik finde ich sehr schön gelungen hier. Das Spiel erinnert sehr stark an das Wii Mario Bros., das ich übrigens nicht gespielt habe, sondern nur aus Let's Plays kenne. Allerdings soll uns das nicht stören. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön gelungen. Auch wie die Blümchen im Hintergrund zur Musik tanzen. Da müsst ihr mal drauf achten. Die Blümchen tanzen dazu, die Gegner tanzen dazu, auch andere tanzen dazu. Alle sind so fröhlich und glücklich. So. Ja, ihr seht, es gibt hier versteckte Bereiche. Am Anfang kenne ich noch einige davon ganz gut. Manche davon werden nur angedeutet, manche werden gar nicht angedeutet. Hier zum Beispiel.
Aber naja gut, ich meine, wir werden schon zurechtkommen. Wa? Hinter solchen Bereichen gibt es dann häufig die Sternmünzen. Die sind teilweise extrem gut versteckt. Schauen wir einfach mal, was wir mitnehmen können. So, Checkpoint, die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Und rutsch, yeah! Auch typisches Mario-Moveset. Er kann natürlich rutschen und dabei Gegner töten, zermalmen, zermatschen und verarschen. Im wörtlicheren Sinne. So. Ja, spaßig. So. Ein Element, das es seit Yoshi's Island gibt, sind die 8 roten Münzen. Yoshi's Island auf dem Super Nintendo auch. Auch die Sounds, die man beim Aufsammeln hat, kommen aus diesem Spiel ursprünglich. Es gibt für die 8 roten Münzen dann ein Power-Up und oder, nein, nur oder ein Leben, je nachdem, was man gerade hat und braucht. Nehme ich zumindest mal an. So, was gibt's hier? Ja. Mario Bros. Typisch ist außerdem das Zeitlimit, das wir haben. Das ist relativ knapp bemessen und das ist mein einziger wirklich schwererer Kritikpunkt an dem Spiel, denn das Zeitlimit macht es teilweise unmöglich, sich wirklich auf die sehr schön gestaltete Welt zu konzentrieren. Man muss sich dann doch sehr beeilen teilweise und kann nicht ewig nach den Sternmünzen suchen oder einfach mal zugucken, ja, eben zum Beispiel wie die Gegner dazu tanzen oder auch das Level euch einfach jetzt mal so ein bisschen zu zeigen. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass ich so etwas in Zeitnöte schon wieder gerate. So, aber ansonsten richtig geiles Spiel. So, das hier ist auch Mario Bros. Typisch. Wer das erste Mario Bros. Vielleicht mal gesehen hat, wird diese Treppen kennen. Vor jedem Levelende findet man sie. Man muss nach oben steigen und dann auf den Fahnenmast springen, um Bowsers Flagge herunterzuholen und die eigene zu hissen. Ja, und das mache ich gerne mit einem Stampfsprung. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Stampfsprünge auf Fahnenmaste sind nicht unbedingt gesund für den Popo. So, ha, alles klar. Okay, Level 1 haben wir geschafft. Voltiere im Eichenhain ist soweit vorbei. Wir haben sogar alle Münzen gefunden. Das kannte ich aber auch wirklich sehr gut. Ich habe das hier schon ein paar Mal angefangen, bei den Versuchen für euch ein schönes Let's Play herzustellen. Es wird jetzt erstmal so weitergehen. Ich sage euch Bescheid, ab wann ich es nicht mehr kenne. So, weiter geht's. Let's go, schiefes Bergwerk. Cooles Level übrigens. Ja, also ich war... Oh, da gibt's die ersten Piranha-Pflanzen. Cool. Und den klassischen Feuer-Mario. Ja, eigentlich einer meiner Lieblings-Marios, obwohl ich das Aussehen nicht so besonders gern mag. Also ich mag das Kostüm an sich nicht besonders gern. Aber die Fähigkeit ist einfach ziemlich cool. Er kann Sachen kaputt machen und anzünden und zerstören. Ja, mach alles kaputt. Ja. Alles klar. Töten! Okay. Joch. Sehr schön. Und gerutscht. Das bewegt sich jetzt gleich. Kenne ich natürlich noch. Ich glaube, genau diese komischen bunten Kristalle gab es tatsächlich auf der Wii auch schon. Sah auch wirklich fast genauso aus. Kann das sein? Oh, da oben geht's entlang. Wirkte zumindest damals sehr auf mich so, als ich das in einem Let's Play kurz gesehen hatte. Spring, kleiner Mario, und yeah! Und rutsch, yeah! So. Und gleich noch ein Leben bekommen, weil wir genügend Goombas am Stück getötet haben. Das gibt Pilzeintopf. Und schnell hier rüber rennen. Also, ihr seht, ich habe es auch eben schon mal kurz gezeigt, ist, man kann bestimmte Stellen passieren. Das sind irgendwelche, Checkpoints nicht. Das sind irgendwelche Schalter. Wenn man bestimmte Stellen passiert, dann werden woanders Münzen oder andere Boni freigeschaltet. Ich habe bis jetzt allerdings noch nie gesehen, dass das irgendwas Wichtiges wäre. Keine Ahnung, müssen wir mal ausprobieren. Also nicht, dass da irgendwie mal aus dem Nichts Sternmünzen aufploppen oder ähnliches. Das habe ich bis jetzt noch nicht entdecken können. So, buck. Okay. Ein Powerblock. Ja, sehr gut. Ich hab den... Hilfe, was machst du denn? Ich hab den jetzt ganz bewusst noch nicht aufgehoben. Denn ich möchte erst hier oben hin. So, nehmen wir mal mit. Jetzt habe ich ihn eigentlich gar nicht absichtlich ja, genau deswegen. Eigentlich wollte ich... ich wusste, dass da die Münzen von oben runterfallen. Und eigentlich wollte ich möglichst viel Platz schaffen. Aber macht ja nichts. So. Haben genügend eingesammelt. Außerdem, Leben sind in dem Spiel, glaube ich, nicht das Problem. Ihr habt es vielleicht gesehen, wenn ihr genau aufgepasst habt. Ich hatte auf meinem weiteren Speicher, wo ich 2 Welten durchgespielt hatte, hatte ich, glaube ich, 75 Leben oder so. Also massig Leben. Und es geht wirklich nicht so sehr darum, dass man sich durch dieses Spiel durchsterben muss. Sondern, ja, ich glaube, es geht eher um das Erlebnis an sich. So.
Ja, mal gucken, was es hier hinten so gibt. Nee, nix. Gut, gehen wir hier rein. In die Röhre. Und... Yeah, zweite Münze haben wir. Die dritte finden wir auch noch. Hoffe ich. So, ich weiß zufälligerweise, dass die nicht hier unten auf den Piranha-Pflanzen ist. Also in diesen Röhren drin. So, deswegen können wir da einfach dran vorbeigehen. Ja. Und Jump. Und noch einer, komm schon. Ja, ich glaube, da sind die drin. So, wieder ein kleines Leben. Das nehmen wir dankend an. Und holen uns die letzte Sternmünze. Ja, rutsch, du kleiner Mario. Boah, sieht eigentlich gar nicht mal so angenehm aus, mit dem fast blanken Popo über diese rauen Kristalle zu rutschen. Aber Mario hat einen super Popo. Nee, macht das nichts. Ja, hey, Mann. Blöde Pflanze, war es mir im Weg. Ich musste dich töten. So, hier gibt es noch einen kleinen Bonus. Ein paar Münzen sind das, glaube ich. Genau. Sammel das alles ein, du reicher kleiner Mario. Ja. Okay. Und damit sollten wir das Level eigentlich schon geschafft haben. Cool. Geht ja eigentlich ganz gut. Ja, also wie gesagt, das hier kenne ich noch. Später wird es etwas schwieriger. So, und wir springen. Oh, das schaffe ich nicht ganz. Ah ja, bin ich etwas früh abgesprungen. Mit dem Drehsprung in der Luft können wir noch so ein kleines bisschen weiter springen, ein kleines bisschen schweben. Und das hilft uns dabei, eben auf dem Fahnenmast das One-Up zu bekommen, wenn wir ganz oben landen. Zwischensequenz. Die Flaggen werden runtergenommen und der Bowser hisst die eigene Flagge. Mario! Boah, das ist eindeutig eine Kriegserklärung. Bowser, ich werde dich so plätten. Gehen wir erstmal in das Toadhaus. Das wird schön da drin. Wähle einen Block aus und du bekommst das Item, das sich darin versteckt. Aber jetzt wird erstmal gemischt. Hoffentlich erwischst du keinen Bowser. Okay. Also, Minispiel, ich darf bloß nicht das ganz rechte Blöckchen erwischen. Das ist jetzt wieder rechts und jetzt links und jetzt in der Mitte und jetzt ist es wieder in der Mitte, glaube ich zumindest. Jetzt kannst du dir zwei Blöcke aussuchen, aber sei auf der Hut. Erwischt einen Bowser, ist der Spaß vorbei und ich bringe dich um. Okay, das wollen wir nicht, deswegen nehmen wir lieber nicht das in der Mitte, sondern nur das hier und das hier. Und wir stampfen auf dich. Okay, sehr schön. Hey, das hat sich ja echt gelohnt. Klasse. Ja, hat sich super gelohnt. Ein Stern und ein Pilz, beides kommt jetzt in mein Inventar. Beides kann ich im Augenblick nicht gebrauchen. Trotzdem cool, ich freue mich. Genau, das wird jetzt hier reingesteckt. Beides neu. Und das wird mir natürlich nochmal kurz erklärt. Jetzt ist das Toadhaus weg. Ich habe Items gesammelt und bin sehr glücklich darüber. Und ich glaube, wir haben sogar noch genügend Zeit, um das Risiko im Ritzelturm anzugehen. Da wartet auch ein kleiner Boss auf uns, den es auch seit dem dritten Teil von Mario Bros. Gibt. Ich weiß gar nicht, wie die Viecher heißen, aber ich werde sie auf jeden Fall zerstampfen. Das wird gut. So, Risiko im Ritzelturm. Der Ritzelturm ist voller großer Zahnräder. Ich weiß nicht, wofür die da sind, was die bewirken. Und wir haben schon die erste Sternmünze. Aber macht ja auch nichts. Hauptsache, wir kommen dran vorbei. Guck. Okay. Alles klar. Und wir haben die Eisblume. Einer meiner absoluten Lieblingsgegenstände. Ich dachte, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, das wäre neu hier. Ich habe aber gesehen, dass es die Eisblume schon auf der Wii gab, wenn ich das richtig gesehen habe. Finde ich einen sehr coolen Gegenstand. Macht mir sogar noch mehr Spaß als die Feuerblume. Ist aber nicht immer vorteilhafter. So. Funk. Ey. Na gut, ist halt so. Oh yeah. Ich glaube, da ist auch noch eine Eisblume drin. Oh ja. Und ja, genau. Die Eisblume ist deswegen hier vorteilhafter, weil man damit auch die Knochentrockens hier einfach so zerstören und töten kann. Die sind feuerfest, aber nicht eisfest. Einfrieren kann man so. So. Und patsch, schön gegen die Wand geknallt. Blöder Knochen, trocken. Warum bist du so trocken? Patsch. Oh, wusste ich gar nicht, dass man das so kann. Auch cool. Ja, patsch, tot. So, hier ist, glaube ich, auch noch so ein kleiner Bonus. Genau. Ein paar Münzen. Gut versteckt. Interessiert uns. Aber nicht. Eigentlich sind mir Münzen ziemlich egal. Was mache ich denn? Komm, geh da hoch. Yeah. Und schön über die Münze gesprungen. Ich wollte eigentlich nur hier hin. So, nehme ich dich hier doch noch mit. So, ich neige sehr dazu, zerquetscht zu werden. Ich bin, wie ihr seht, nicht unbedingt der geduldigste Spieler. Aber das macht ja auch nichts. Dann werde ich halt zerquetscht.
Ich habe ja 16 Leben, ich bin besser als jede Katze. So, wieder alle 8 roten Münzen gesammelt. Noch ist es schön einfach. Ja, und wir sind beim Checkpoint angekommen. Ja. Ah, ich will das Geld haben. So, komme ich da von hier hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe einfach den normalen Weg. Kaputt gemacht. So, ja, knauserig sind sie nicht mit ihren Blümchen. Oh, habt ihr gesehen, wie die Augen von dem Knochenbrocken leuchten, wenn er sich wiederbelebt? Voll zombie-mäßig unheimlich. So, alles eingesammelt, schön. So, alle. Ich bin doch ein bisschen geldgieriger, als ich selbst von mir wusste. Macht aber nichts. So, ich habe sogar wieder alle Sternmünzen gefunden. Schön. So, dich nehme ich wieder mit. Ich glaube nämlich, ich kann dich hier sehr schön entlang werfen. Yeah, sogar 2 Leben. Oh, die geht sogar noch weiter. Richtig. Hatte ich fast vergessen. Die Wandsprünge sind hier sehr viel einfacher als in vielen anderen Spielen. Wer zum Beispiel Super Metroid mal gespielt hat, wird wissen, wie schwierig so ein Wandsprung sein kann. Da war das wirklich eine Tortur, das zu tun. Hier ist es ganz einfach, nur in die Richtung drücken und springen. Und schon hat man einen Wandsprung. So, ich mach dich fertig. Ich spring nicht auf dich drauf, ich verbrenne dich. So, 6 Schüsse brauchen wir, um ihn zu beschädigen. Wir können aber auch einfach draufspringen. Zack. Ist gleich einfach eigentlich. Aber ich schieße lieber drauf. Hab doch extra neben den Eingang... jetzt kann ich nicht mehr drauf schießen. Hab doch extra neben den Eingang die Feuerblume gefunden. Die er mir weggenommen hat. Was für eine Frechheit. Mario is number one. Uhu. Ah, Mario, du kleiner Angeber. So, damit hätten wir das Risiko im Ritzelturm überlebt. Zack. Zwischenboss haben wir aufgeschlitzt. Eigentlich nur zerstampft. Und haben das nächste Level freigespielt. Achso, ja, die Information brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, so, geh weiter. Beiträge posten? Nein, will ich jetzt nicht. Ich bin sowieso nicht mit dem Internet verbunden. Warum sollte ich das jetzt tun? Vielleicht später mal. So, wir speichern aber ab. Und hiermit ist der erste Part auch beendet. Ich hoffe, dass es technisch einigermaßen funktioniert hat. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir macht das Spiel auf jeden Fall sehr großen Spaß. Und ich hoffe deswegen, dass ihr vielleicht das nächste Mal wieder reinschaut. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.